Hallo Kameramarkt, jetzt zu diesem kurzen Update-Video meinerseits. In den letzten zwei Wochen habe ich mich quasi täglich dran gesetzt und neue Titel für DaVinci Resolve 17 erstellt. Mit allem, was dazugehört, also mit Keyframe-Stretcher und vor allen Dingen den neuen Anim Curves Modifier. Übrigens, alle diese Titel werden offen sein, das heißt, du kannst da reinklicken und sehen, was da drin ist und wie ich die Titel gebaut habe. Sie sollen also nicht nur als Titelmakro dient, sondern auch als Lernhilfe für dich. Beides mal beschrieben in Deutsch und in Englisch. Also wenn du wirklich tief einsteigen willst in den Kinetic Title Stuff, dann würde ich dir dieses Title Pack echt empfehlen. Und genau dieses Title Pack kommt dann ab nächster Woche in meinen Store. Und du kannst es auch gewinnen, wenn du nämlich bei der Product Shot Challenge mitmachst und dort einer der ersten drei Plätze belegst, kriegst du es. Und unter allen Einsendungen, ja, verlosen wir eins davon. Also das bedeutet, nimm an der Product Shot Challenge teil und gewinne es. Aber hey, wenn du noch nichts von der Product Shot Challenge gehört hast, dann schau dir doch mal die Playlist da oben an. Da habe ich dir mal alle Videos von vorne nach hinten verlinkt. Und abonniere auf jeden Fall noch den coolen Yannick von Product Shot Mastery und Tim vom Farbkanal. Denn Yannick zeigt dir quasi auf seinem Kanal nur Product Shot und Deep Dives und so geilen Scheiß habe ich noch nicht gesehen. Er macht das echt extrem sexy und ich kann nur sagen, gib dem Guten ein Abo, weil sein Content ist echt Killer. Und wer auch noch echt Killer ist, ist Tim vom Farbkanal, der nur über Color Grading redet und das sehr, sehr speziell. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, das Title Pack zu gewinnen, dann jo. Schau mal in die Beschreibung, nimm an der Product Shot Challenge teil. So, ich melde mich demnächst mit einem weiteren Video, Kameramagier, dazu und wir sehen uns dann.